Du hattest da speziell auf diese skandinavische Torwartschule hingewiesen, eigentlich so eine schwedische, aber heute sieht man das in Norwegen und in Dänemark genauso. Was ist daran speziell? Ja, also ganz klar ist dieses Reingleiten auf der Ferse mehr oder weniger in die Ecken. Also eine hohe Beweglichkeit in den Beinen und dann im Endeffekt schon ja fast automatisierte Bewegungen, die nach unten gehen. Ich meine, ich bin kein Freund von diesen automatisierten Abläufen, aber wichtig ist erstmal, dass ich überhaupt diese Beweglichkeit bei den Torhütern übe und dass ich über diese Technik, also durch viele Wiederholungen, nicht mehr nachdenke, sondern dass ich einfach weiß, okay, ich habe ein Wurfbild vom Schützen oder ich erkenne anhand der das ist dann vielleicht schon eher bei fortgeschrittenen Torhütern, ich erkenne an der Wurfhaltung oder an der generellen Situation, dass der Ball tendenziell halb hoch oder flach kommt. Und dann kann ich mich ja schon eher nach unten orientieren. Ja, so und die meisten Würfe kommen ja nach unten. Genau. Ja, weil die meisten Würfe ja dann doch unter einer Drucksituation stattfinden, dann ist es für jeden Schützen eher leicht, den Ball nach unten zu werfen als nach oben. Ja, und deswegen ist ja die Erfolgsquote von diesen Torhütern, dann nehme ich jetzt einfach mal vergleichsweise Niklas Landin, weil der das einfach perfektioniert hat. Der geht oftmals schon sehr, sehr früh runter. Der natürlich die Fähigkeit hat, aufgrund seiner Körpergröße, selbst wenn er unten auf dem Boden sitzt, wenn er die Arme hochnimmt, fast auch noch die hohen Bälle wegzunehmen. Ja, das ist dann die ganz hohe Schule. Nein, aber diese Beweglichkeit unten zu haben, ich glaube, das ist und diese Abläufe zu automatisieren. Ich glaube, das ist wichtig, das aber dann nicht, wenn der Schütze ausholt, dann nur automatisch auf den Hintern zu landen, sondern ich sag mal, einen richtigen Rhythmus und ein Zeitgefühl, aber das ergibt sich dann mit Sicherheit mit der Zeit. Also im Prinzip ist es ja das, was man früher auch als diese Hürdensitztechnik bezeichnet hat. Genau. Man sagt, reingleiten mit allem, was man hat, im Prinzip in diese untere Torecke, voll mit dem Fuß, mit dem langen Fuß dann letztendlich auch und letztendlich damit mindestens eine Hand absichern. Was ich bei der deutschen Torwartschule und bei vielen jungen Talenten sehe, die stehen. Das heißt, da ist eine mögliche alternative Technik ja, dass sie einen weiten Ausfallschritt machen, dann aber im Prinzip mit dem angewinkelten Fuß auch noch dann nach unten an dem Pfosten sind und letztendlich dann sehr viel mehr nach oben auch abdecken können und gleichzeitig dann auch mit der anderen Hand in der Mitte vom Tor noch letztendlich dann abdecken können. Aber man sieht auch häufig, in die Ecke unten kommen sie dann nicht damit. Genau, also diese Technik, die du jetzt formuliert hast, würde ich eher so der jugoslawischen Schule zuschreiben, auch wenn jetzt nicht alle jugoslawischen Torhüter das so praktizieren, aber aus meiner Erfahrung her würde ich die Jugoslawen bleiben eher stehen und machen das genau, wie du es formuliert hast, eher mit einem weiten Ausfallschritt. Da ist aber auch Voraussetzung eine hohe Beweglichkeit im Hüftbereich, um überhaupt die Schrittlänge zu bekommen. Ich glaube, für beide Techniken ist ganz wichtig und dafür sind die Skandinavier ja auch bekannt, dass sie schon frühzeitig die Technik mit Langhantelkräftigung üben, um einfach auch diese Kraft zu haben, darunter gleiten zu können. Ja, weil wenn ich diese Kraft nicht habe, dann kann ich den Körper auch gar nicht in dieser Position halten, sondern dann knall ich nur auf den Boden und dann entstehen halt auch schnell Verletzungen im Gesäß oder im hinteren. Und sie haben die Länge gar nicht, weil sie nicht dynamisch in diese Ecke gehen, sondern sich einfach runterplumpsen lassen. Genau, ja, und du hast nicht die Kraft, dich mehr oder weniger zum Ball wegdrücken zu können. Also deswegen ist es eine Mischung zwischen Kraft, Dynamik und Beweglichkeit. Ja. Mhm. Und auch bei dieser jugoslawischen Variante ist es eine Form von Kraft, im Endeffekt gutes Stellungsspiel zu haben und dann diese Schrittlänge zu haben. Je explosiver ich in den Beinen bin, umso länger kann ich warten und umso explosiver kann ich mich auch Richtung Ball bewegen. Das heißt, wir sind als Torhüter dann so lange wie möglich in dieser Torwartgrundposition. Kannst du die vielleicht auch nochmal beschreiben und warten dann relativ lange? Entweder reagieren wir auf den Ball oder wir wissen, wo der Ball hinkommt und reagieren dann auf so ein Wurffenster und gehen da voll in diese Ecke. Ja. Aber kannst du diese Torwartgrundposition, die sind ja sehr unterschiedlich. Ja. Kannst du die nochmal erklären? Die sind sehr unterschiedlich und jetzt, wo du mich das gerade fragst, ich weiß, dass gerne die Grundhaltung so besprochen wird, dass die Beine in Schulterbreite stehen und die Arme tendenziell hier oben entweder hier in Ohrenhöhe, Kopfhöhe sind oder sogar darüber. Ich glaube, in der Praxis sieht das oftmals anders aus. Du hast sie ja auch immer eher vor dem Körper oder leicht davor gehabt, genau. Ein bisschen weiter unten. Ich habe sie tendenziell eher unten gehabt. Ne? So, und
Ich glaube, dass es wissenschaftliche Themen darüber gibt. Natürlich denken wir aufgrund dessen wegen Schwerkraft, wenn ich die Arme oben habe, dann ist es schon mal gut, wenn der Ball hochkommt. Ich kriege die Arme eh schneller runter, weil Schwerkraft und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es wissenschaftliche Studien darüber gibt, dass es fast egal ist. Mhm. Weil entscheidend ist, glaube ich, einfach das, was ich wahrnehmen kann. Also, dass die Sensomotorik, die ich über die Augen wahrnehme, dass die Arme genauso schnell ich nach oben bekomme. Die Herausforderung ist, aus meiner Sicht, auch das ist dann irgendwann ein Erfahrungsprozess, eine hohe Konzentrationsfähigkeit zu haben, also das Wissen, was ich mir angeeignet habe über gewisse Wurfbilder, über, dass ich eine gewisse Selbstsicherheit habe, Entscheidungen selber treffen zu können, ja, eine gute Position zu haben, dass dann egal ist, wo die Arme stehen, sondern dass ich mich jeweils so zum Schützen positioniere, dass ich einen relativ kurzen Weg in jede Ecke habe, beziehungsweise wenn eine Situation eintrifft, wo ich die Wahrscheinlichkeit eingrenzen kann, dass der Ball nur noch in einen Bereich des Tores kommt, dass ich auf diesen Bereich warte und lauere und dann mit einer ganz kurzen, schnellen Bewegung versuche, entweder den Bereich oder aber gezielt auf den Ball mich zu fokussieren. Natürlich ist es nicht ganz einfach, jetzt das komplette Tor immer abzudecken, aber in den Phasen, wo ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe und die Mischung hatte zwischen Fokussierung, Selbstsicherheit und Lockerheit, dann hast du das Gefühl, dass du das gesamte Tor jeden Moment abdecken kannst. Das ist der schönste Moment, weil ja, das ist so wie so ein Glücksgefühl. Und wenn man dann natürlich durch viel Eigenerfolg und dann auch möglichen Mannschaftserfolg das Ganze transportieren kann, dann ist das die schönste Situation. Nochmal auf den Punkt zu kommen, Positionierung. Ich würde das grundsätzlich offen lassen, wo die Arme sind. Der Torhüter sollte selber ein Gefühl dafür bekommen, wo er sich wohlfühlt. Mhm. Er sollte es ausprobieren, ob er die Arme locker hier unten hat, weil das, was ich gerade eben gesagt habe, wenn ich den Torhüter jetzt zwinge, die Arme oben zu haben, und jetzt nehmen wir mal den Jugendbereich. So, jetzt spielt die angreifende Mannschaft 20, 30 Sekunden. So, dann strengt das schon an. Dann habe ich schon Körperspannung, die unnötig ist, die ich nicht brauche. Und die einen behindern letztendlich dann für schnelle Bälle. Genau. Ja. So, und wenn ich jetzt noch doch unbedingt will, ja, also jetzt knirscht er mit den Zehen, der spannt alles an, weil er ja unbedingt bereit ist, dann haben wir schon wieder überall Spannung. Also auch da sind es Bruchteile, vielleicht von Sekunden, die mich hindern, dann eine schnelle Bewegung zu machen. Also das, was ich meine, ist eher locker mich zu bewegen, vom Kopf aber hoch konzentriert zu sein, um dann in jedem Moment mit der blitzschnellen Bewegung Richtung Ball zu agieren. Das wäre meine Empfehlung. Man muss also A, natürlich immer ausprobieren, und kann sich ja natürlich entwickeln. Man wird ja auch athletischer, und dann kann es sein, dass es irgendwie dann auch wieder angenehmer ist, die Arme etwas höher zu halten. Mhm. Aber zweitens muss man wahrscheinlich auch testen, immer mal messen, wo ist man wirklich schneller. Mhm. Denn das kann sich ja anders anfühlen, und am Ende zeigt sich dann, aber im Spiel bist du mit der Torwarttechnik letztendlich dann auch so ein bisschen schneller als mit der anderen Torwarttechnik. Und ein dritter Punkt könnte immer noch sein, du signalisierst ja auch was. Wenn du die Arme hoch hast, signalisierst du dem Werfer, da ist alles abgedeckt. Das heißt, da ist ja die Tendenz eher, dass dann auch die gewünschten flachen Bälle kommen, wenn du in bestimmten Situationen immer mal auch die Arme entsprechend oben hast. Ja, also ich habe das jetzt zuletzt gemerkt bei den Trainingseinheiten in Flensburg. Auch da stand ich eher tendenziell ein bisschen flacher, auch wenn ich schon eher klein als Torwart bin, und hatte die Arme auch eher unten. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und versuche mich natürlich dann reinzuversetzen in den Spieler. Was sieht er? Der sieht, oben ist alles frei. Und wenn ich jetzt erkenne an der Wurftechnik, wo der Ball hinkommt, dann war ich immer in der Lage, mit einer kurzen, schnellen Bewegung trotzdem den Ball hier oben zu halten. Man muss sich deswegen, auch das ist ein Prozess, immer reinversetzen, was sieht der Schütze gerade. Ne? So, und wenn ich ihm das oben anbiete, also ich sollte damit spielen. Ja? Ich werde mich davor hüten zu sagen, das und das ist richtig, weil es gibt nicht das und das ist richtig. Das ist meine Variante, mit der ich erfolgreich war. Jeder Torhüter sollte sich unterschiedliche Meinungen anhören und sollte verschiedene Dinge ausprobieren. Es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt nur Varianten, wo man sagt, damit erhöhen sich die Wahrscheinlichkeiten, dass man einen Ball halten kann. Ja, und wie du es auch gerade gesagt hast, wenn der Körper komplett angespannt ist, die Muskulatur fest ist, dann bin ich nicht in der Lage, eigentlich eine kurze, schnelle Bewegung zu machen, sondern
Es muss locker sein. Der Kopf muss konzentriert sein. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung im Spitzenbereich, welchen Spielern das gelingt. Hoch fokussiert zu sein, aber trotzdem eine innere, ruhige, lockere Haltung zu haben. Das ist ja immer dieses Spiel, nicht zu überdrehen, nicht zu, ja, weil ich würde niemandem unterstellen, dass er nicht möchte und dass er nicht will, aber inwieweit kriegst du den Körper und den Kopf immer wieder in diese Lage, hohe Konzentration, aber trotzdem die Lockerheit, Spaß am Spiel zu haben, weil am Ende ist es ja nur ein Spiel. Ja, aber natürlich durch Bewertungen und jetzt ist ein Finale, jetzt kommt die entscheidende Phase, jeder nächste Fehler, der passiert, kann das ausbedeuten. Das entscheidet natürlich Druck. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit der jeweiligen Situation um? Das, was ich schön fand in diesen Situationen, dass du als Torwart natürlich entscheidend mit zum Ausgang des Spieles mit beitragen konntest, dass ich natürlich auch die Möglichkeit hatte, in solch guten Mannschaften zu spielen und dass es mir in vielen Spielen gelungen ist, dann auf der einen Seite, wie gesagt, diese hohe Fokussierung zu haben, auf der anderen Seite aber diese Lockerheit, die notwendig ist, um dann auch Bälle halten zu können.